was bisher geschah bei Until Dawn. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oh, hey, tust du das? Das ist Wahnsinn! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Und da wollen sie die Schuld auf den Mann schieben. Interessant. Beute. Scheiße. Das Gute ist, wir müssen uns jetzt nicht mal beeilen. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Das Schlechte ist, wir sammeln ja nichts. Wie ein Vorteil, wenn wir durch den Keller gehen, weil wir dann diese Luke aufmachen und die später auf, wenn wir auf der Flucht sind. Kann das sein? Sehen wir uns das mal genauer an. Ja, das machen wir. Ist tatsächlich echt schwierig, die Leute frühzeitig umzubringen. Das scheint nicht so einfach zu sein. Es gibt ja immer nur diese besonderen Stellen, wo man die umbringen kann. Ich wünschte, das mit dem Eiszapfen hätte direkt zu Anfang geklappt, wäre das Spiel ja komplett anders verlaufen. Das wäre mal interessant, aber ich glaube, da muss halt so viele Wege gehen. So, ich gehe jetzt mal vorerst mal durchs Kellerfenster. Ich gehe jetzt mal direkt durch die Tür. Mal gucken, ob wir da einen Unterschied kriegen. Das sind Werbpferde. Hier kommen wir auch rein. Okay. Eigentlich hätte ich gedacht, dass es abgeschlossen ist, aber gut. So. Hier kann ich gerade nichts machen. Wir müssen hier lang gehen. Wir müssen hier durchschauen. So eine Scheiße. Okay, da ist abgeschlossen. Das heißt, wir beeilen uns jetzt mal ein bisschen. Wir suchen jetzt auch nicht großartig rum. Wir haben ja eh schon alles gesehen. Wenn am Ende die Beweise fehlen, ist auch Wurst, glaube ich. Ist, glaube ich, nur wichtig für die Geschichte. Ich bereue übrigens nicht, dass wir die eingesammelt haben, die Beweise. Ich bereue nur, dass wir welche vergessen haben. So, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo muss man denn nochmal lang? Da unten war der eine Stuhl, wenn ich mich recht entsinne. Da sind irgendwelche Dokumente drin. Wir mussten denn die Keycard finden. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo die war, ehrlich gesagt. So. Ach, süß. Oh, Scheiße. Krass. Okay, die nehmen wir mit. So. Wir wissen ja, wofür wir sie brauchen werden.
War die Keycard hier irgendwo? Ah, hier war die Hand. Hat die Hand die Keycard zufällig? War das so? Was passiert, wenn ich die Hand überhaupt nicht beachte? Die winkt ja nur, ne? Die macht ja nichts anderes. Ich glaube, die Keycard war da bei den Leichen, wenn ich mich nicht täusche. Oder doch? Oder nein? Oder ja? Oder nein? Hey, na das wird ja hier immer besser. So, da, den kennen wir ja. Seltsamer Schädel, wissen wir jetzt, was das ist. So. Wir wissen jetzt auch, warum die Hand da winkt. Sollte nämlich hier zufällig mal jemand durchkommen, der auf Bewegung reagiert. Ja, na gut, wir müssen uns das angucken. Attack by Inmate. So. Dann das hier. Ach komm, scheiß drauf. Brauchen wir eh nicht. Dann lieber ihmchen hier rausziehen. Na. Komm her, mein tiefgefrorener Freund. Jess ist tot. Ich brauche Ablenkung hier oben. Scheiße, ist komm. Das krank? Mit Zunge. Wirklich krank. Da haben wir die Keycard. Sehr gut. Ja. Okay, sehen wir mal. So, mit der Hand mache ich jetzt auch mal gar nichts. Easy going. Ciao, Hand. Ich überlege gerade, ob ich mal versuchen soll. Ach, scheiß drauf. Ich mache mit der Hand einfach gar nichts. Wir gucken, was passiert. Wahrscheinlich gar nichts. Ich habe überlegt, ob ich die Falle öffnen soll. Aber dann verlieren wir einfach nur die Machete, mehr nicht. So. Braver Junge, wieder mitnehmen. Und dann kommt der Hund. Noch nicht? Na gut. Kam hier nicht gleich das Wölfchen? So. Jetzt interessiert mich gerade, zu welchem Preis er muss sterben? Lalalala. Mike hat die Leichenhalle erreicht. Mike hatte weiterhin eine brauchbare Machete. Ich wollte nur gucken, was passiert, wenn wir jetzt die Hand gar nicht nehmen, was offenbar auch geht. Okay. Vorhin steht da nur brauchbare Machete, von brauchbarer Hand steht da gar nichts. So, hier geht's runter. Ich komme mal ganz kurz. Da war nichts. Nee. So. Einmal runter. Schappel. So, auf in die Schappel. Mann, ich muss gleich das nächste machen, was ich überhaupt nicht machen will, wo ich voll das schlechte Gewissen habe. Manu. Ich will das nicht tun. Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Mal gucken. Letztes Mal konnten wir den streicheln. Geht jetzt bestimmt nicht mehr, wa?
annähern, zurückweichen. Wir nähern uns mal an. Ja, brav. Wir haben noch alle Finger, ganz brav. Guck mal, so ein feines Happer. Beiß die Hand. Ja, beiß die Hand. Beiß die Hand. Hey, ich bin gar nicht so übel. Okay, Geschmackssache. Blöde Wortwahl. Ja. Sag das dem Wendigo. Okay, der Hund mag uns nicht. Mal gucken. Letzte Runde haben wir den gerettet. Waren beste Freunde. Diese Runde wird es ein bisschen schwieriger. Wir könnten ihm jetzt einen Knochen geben, machen es aber nicht. So, ich gehe direkt durch. Letztes Mal haben wir noch ein bisschen rumgeeidelt, haben ein bisschen rumgeguckt. Ach, die Knarre bräuchten wir auch noch. Ja, die habe ich vergessen. Die war... Nee, nicht da drin, sondern... Hier, ne? Hallo? Ach nee, jetzt kriegen wir erstmal eine Jacke. Die nehme ich nicht. Aber ich glaube, wir müssen die Jacke nehmen, weil die Knarre dahinter... Ist die Knarre dahinter? Ach, scheiße. So, was haben wir denn hier? Ich wollte die Jacke jetzt mal nicht nehmen. Ich wollte weiter im Unterhemd rumlaufen, aber leider geht's nicht. Um an die Knarre zu kommen, müssen wir die Jacke nehmen. Ist wahrscheinlich auch einfacher für die Cutscenes. Komm schon! Komm schon! So, hier, komm, grabbel da mal an. Dann zack. Gut. So, die haben wir. So. Und damit jetzt einmal Tür öffnen und hinfort. Gut ist, wenn man sich nicht umschauen muss, kann man hier direkt einfach durchziehen. Da muss ich nicht hinten gucken, irgendwo nach Beweisen oder sonst irgendwas. Sondern wir gehen jetzt einfach direkt runter, statt hier die Ehrenrunde zu machen und alles vorzulesen und so weiter. Das dauert ja immer auch länger. Aber da wir ja fast alles kennen. So. Ich glaube, wir mussten da lang, ne? So. Natürlich. So. Das eine Schloss kann er aufschießen. Das hier offenbar nicht. Ich weiß nicht warum. Ach doch, jetzt kann das ja. Ja, doch, jetzt kann das ja. Ja, ich verstehe nur nicht, warum man das nicht so aufschießen konnte. Wahrscheinlich wegen dem Effekt. Gekostet hat. Unfassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Hinweis entdeckt. Naja, gut. Wir brauchen ja eh. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht... Da!
Was? Ein Fenster. Ach, ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Lippenstift ist nicht das Schlitz. Die Schnauze, Emily, du blöde Katze. Okay. Schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Los, mach jetzt! Oh, hack doch einfach in ihren Kopf rein. Kann ich nicht nach links auf Emily zielen? Mann! Achso, jetzt nach unten. So. Ich werde Emily hier noch nicht sterben lassen, wenn ich es hinkriege. Wir müssen sie ja gleich retten, das wissen wir ja. Ich werde die noch nicht sterben lassen, weil ich will die unbedingt später, wenn sie da gebissen wird. Weißt du? Was ist passiert? Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Weißt du, dass das der einzige Rückweg ist? Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Nur das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Gott, alles ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. So, was mussten wir nochmal machen? Ach ja, wir mussten den Funkturm entdecken, glaube ich. Toll. Was hat hier? Hey, da! Feuerwachturm! Hey, du Held! Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Huh? So. Hier liegt nur Scheiße rum, glaube ich. Ach so, das war ja der Knopf hier unten, wo das alles nicht saß. Müssen wir doch tun können. Ja. Hier gibt's so viel Schrott, da muss doch was Brauchbares dabei sein. Toll. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, wir könnten es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Ach, das ist voll die Kackidee. Halt die Schnauze, Vibe. Ich weiß nicht, ja. Das könnte klappen, aber ich finde, wir... Ich meine, wir sollten zurück zur Lodge. Wir sollten nachsehen, was bei den anderen los ist. Warte, im Ernst? Wieso willst du nur ständig zurück zur Lodge? Willst du vielleicht in dein Zimmer und heulen? Was? Nein! Sei keine Pussy, wir müssen das tun, Matt. Gut. Schön. Was immer du sagst. Boah, geht dir mir auf den Sack. Das, was ich sage, ist Gesetz. Alles andere, wer das nicht macht, ist feige oder scheiße. Ich hätte gute Lust, die hier runterstürzen zu lassen. Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Oh Gott, ist die ätzend. Ich kann ja momentan noch nichts machen. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Na, dann folgen wir mal. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Okay. Okay, vorsichtig. Okay, na gut. Oh okay. Mein Gott. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz weich. Guck nicht runter. Warum halten sie sich nicht fest da hinten an dem Ding? Okay. Das sind doch lauter Rillen. Ich würde mich andersrum hinstellen, mich an den Rillen festhalten. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Die sind voll dumm. So.
Na, dann mit dem Mädchen im... Was, nicht funktioniert? Was? Nee. Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Hätten sie es mal gemacht. Oder einfach Josh nehmen oder alle Leute nehmen, die überlebt haben bisher und sagen, wir bleiben jetzt alle zusammen. Da wird der Josh aber doof aus der Wäsche gucken. So, da liegt wieder was Schönes. Oh ja, stimmt ja. Oh Mann, verdammt, gute Gelegenheit. Das ist so eine gute Gelegenheit, jetzt die beiden loszuwerden. Pass auf, wohin du trittst, Dan. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Matt, was ist das? Shit! Ah, ich bin so hin und her gerissen. Soll ich die jetzt mit der Axt angreifen oder? Aber jetzt ist ja erstmal sowieso Szenenwechsel. Einfach im Bad bespannert. Hallo? Der geile Josh. Leute? Ja, wir sind alle hier und gucken dir gerade beim Baden. Was macht ihr da draußen? Wir gucken dir beim Baden zu. Wollt ihr spannen? Ja. Okay. Ja, jetzt dann mal los. Wie, du ziehst ja ein Handtuch an, dann hau ich dich. Dann wirst du sterben. Da will also jemand sterben. Okay. Na, dann mal los. Wir haben... Die Klamotten sind ja weg. Ach, wir gehen einfach so raus. Warum Klamotten gucken? Ist ihr doch egal, ob sie Klamotten anhat oder nicht. Josh? Was zum Henker? Okay, wir sollen da lang. Der Pfeil sagt da lang. So. Mit unserem schönen Wundertuch, das allein durch den durch die Klettverschlusskraft der Brüste gehalten wird. Gong. Vor allem, die gongt gerade, obwohl es nicht mal Punkt ist. Chris? Mike? Emily? Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Jetzt habe ich den Clown gerade auch gesehen, der die Treppe runtergeht. Da stand in den Kommentaren, da geht der Clown tatsächlich gerade die Treppe runter. Ratet mal, ihr habt gewonnen. Wie cool, ich habe das vorher gar nicht bemerkt. So. Taschenlampe. Wo seid ihr bloß? Im Kino. Wow, das ist schräg.
schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Ja, ich glaube. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Was war hier draußen? Eine hübsche Bademix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Warum zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Nein! 7. Bitte! Ich dachte, wir haben noch 10 Sekunden. Wie gemein. Juhu, wir springen. Ich hätte ruhig mal stolpern können. So, wir wissen eh nicht, wo der Baseballschläger ist, also laufen wir mal weiter. Interessant. Ich dachte, wir werden jetzt direkt schon gekascht. Okay, das interessiert mich gerade. Die Schmetterlingseffekt-Aktualisierung. Ratten mit buschigem Schwanz. War das das? Chris hat das Eichhörnchen erschossen. Die Natur schlug zurück. Ein Vogel griff Sam an. Sams Sturz durch die Tür riss die Wunde auf. Ah. Jetzt hat es bestimmt eine Blutvergiftung und stirbt daran. Okay, pass auf. Wir machen Folgendes. Wir sind ja schon wieder so weit gekommen. Wir sind fast wieder entkommen dem Clown. Ohne Baseballschläger und allem. Okay, wir laufen diesmal weg. Direkt in seine Arme wahrscheinlich. Yeah. Ah, ich hätte mich doch verstecken sollen und dann einfach das Gamepad verreißen im letzten Moment. Wäre auch schön gewesen. Naja. Tja, das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut. Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Mhm. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vom Versagen. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. Ah. War es das denn wert? Die Angst vorm Versagen.
look at your eyes. They're exactly the same as last time. Your arms, they're wrapped around me so tight. Are you listening? Are you listening? Look at the light, how it's dropping off the moon tonight. You always had a way to throw the light. And you gonna stay. Are you listening? Are you listening?